meine Damen und Herren, ich werde in meiner Debatte, in meiner Rede darüber reden, dass wir hier eigentlich abzuwägen haben, ob wir weniger Transparenz in Kauf nehmen wollen oder langfristig unsere Interessen verteidigen wollen. Das ist das, wofür wir uns hier aussetzen, dass wir sagen, wir müssen darüber nachdenken, was ist eigentlich national wichtig hier an dieser Stelle und was für Interessen hat der einzelne Bürger und was kann er überhaupt richtig einstellen. Die ganze Argumentation hier auf Oppositionsseite basiert im Endeffekt darauf, dass diese einzelnen Spezialisten omnipotent sind. Sie wissen alles und sie können die Implikationen verstehen und deswegen scheitert das, was sie hier sagen. Ich werde in meiner Rede darüber reden, warum wir den Bürgern hier eine Verantwortung aufbürden, die sie A überfordert und die B beim Staat lassen wollen, weil der nämlich eben demokratisch legitimiert ist. Aber ich davor vier Punkte des Rebuttals, dann könnt ihr euch gerne mit aus. Erster Punkt des Rebuttals, wo ich eben schon direkt am Anfang mich dazu geäußert habe, ich finde es äußerst fahrlässig zu sagen, wir machen eine Differenzierung zwischen Daten, die explizit weitergegeben werden oder die an die Weltöffentlichkeit weitergegeben werden. Das ist einfach absurd, weil wir davon ausgehen können, dass alles, was wir ins Internet stellen, irgendwann auch mal beim Fallen bleibt. Das heißt, wir können auch jedem, der diese Entscheidung trifft, genau nachweisen, dass er es bewusst darauf anlegt. Das Problem ist, diejenigen, die das machen an dieser Stelle, die können das überhaupt nicht einschätzen und sie wissen auch überhaupt gar nicht, wofür ihnen oft diese Informationen nützlich sind. Ich meine, ich frage mich schon so ein bisschen, was nützt es Otto, der in irgendeinem vielleicht sensiblen Atomkraftwerk arbeitet und mitkriegt, dass es irgendwelche Absprachen, Energiedeals gibt oder. Was sind das für Informationen, die er tatsächlich braucht an dieser Stelle, wo er einen Nutzen davon hat, dass er das preisgibt, wenn er dabei gleichzeitig riskiert, dass wir politisches Kapital verdienen, dass wir nie wieder die Möglichkeit haben, irgendwelche Deals abzuschließen, ohne dass der Vorwurf kommt, naja, aber ihr habt doch uns neulich hintergangen. Wir können uns ja gar nicht mehr sicher sein, dass die Hand, die ihr uns hier reicht, tatsächlich ernst gemeint ist an dieser Stelle. Und auch das kann Otto überhaupt nicht einschätzen. Und zweitens, weil wir diesen Schaden auch wirklich auf allen Ebenen haben, auf wirtschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene oder oft auch auf persönlicher Ebene, wenn es darum geht, was haben unsere Führungspersonen für eine Credibility, wenn wir sagen, wir wissen, dass Angela Merkel abgehört wird, aber sie reagiert nicht. Und da sagen wir, das kann auch im nationalen Interesse wichtig sein und das ist wissen. Das, wo wir diese Frage hier dran koppeln, ob etwas Landesverrat ist oder nicht. Es geht um das nationale Interesse und da sagen wir, ist der Schaden besonders. Dritter Punkt ist Rebuttal, naja, das ist der Zugewinn an Mündigkeit. Es wurde hier im Endeffekt behauptet, dass es alles Spezialisten sind. Wir sagen, zum einen ist es fahrlässig, weil Experten wie Snowden nicht gleichzeitig Experten für Außenpolitik sind, das sagen wir. Und dazu komme ich gleich in meinem Substantiv. Würden wir hier dem Bürger mit dieser zusätzlichen Mündigkeit in Wirklichkeit eine Verantwortung auf, die ihn zermalmen wird an dieser Stelle. Letzter Punkt des Rebuttals, was hier auch noch aufkam, sagt, internationale Rechtfertigung ist an dieser Stelle gut, da stimmen wir grundsätzlich erstmal zu. Das Problem ist, derjenige, der diese Informationen verstreut, kann nicht einschätzen, wie diese internationale Rechtfertigung aussieht, weil er eben die ganzen Implikationen nicht kennt. Und zweitens nimmt er, so nehmen wir an, wenn er das öffentlich verteilt, und wir wissen, dass es beim Schaden ankommt, nimmt er den Schaden billigend in Kauf an dieser Stelle. Ich komme zu meinen eigenen Punkten, warum ich glaube, dass wir diese Verantwortung beim Staat belassen sollten. Jakob hat das so dargestellt, als ob wir überall Bürger haben an kritischen Stellen in unserem Staat, denen die Finger jucken. Die wollen Informationen verschwören. Wir glauben A, die tun es unter dem Status quo. E, da haben wir die Beispiele. Und B, denn sie wissen nicht, was sie tun an dieser Stelle, sagen wir, sie sollten es lassen. Es gibt nämlich diese Situation, dass wir in einem Zeitalter leben, das Internet, wo alle das Gefühl haben, ich habe alle Informationen vor mir und deswegen verstehe ich auch alles. Ich benutze das Internet hier nicht nur dafür, dass in die Weltöffentlichkeit hinauszutragen, sondern es gibt mir auch gleichzeitig das Gefühl, dass ich das unter Kontrolle hätte, dass ich es verstehen kann, und das, glauben wir, ist falsch. Wir glauben aber, dass der liberale Bürger, und damit nähern wir uns wieder an die Motion an, andere Mittel hat. Wir könnten ja zum Beispiel argumentieren, dass in einem nicht-liberalen Staat die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Da könnte das vielleicht wichtig sein, dass wir sagen, dass diese Bürger jederzeit die Möglichkeit haben, dieses Land zu verraten und es in Zweifelsfall zu verbringen. Wir sagen, in einer liberalen Gesellschaft hat der Bürger Möglichkeit zu gestalten und auch mitzugestalten, wer letzten Endes in den geheimen Gremien, in den Hinterzimmern sitzt. Das mag zwar vielleicht nach einem sehr indirekten Weg anmuten, aber wir können das letzten Endes, wir können die Politik beeinflussen. Wir wissen ja gar nicht, was die tun. Stattdessen, was hier die Opposition, die Regierung an dieser Stelle macht, ist, sie bürdet den Bürgern diese Verantwortung drauf. Und das bringt
zwei Implikationen mit sich. Dass wir tatsächlich den Bürger in die Verantwortung nehmen und sagen, du hättest es doch verhindern können. Du hast doch da gearbeitet. Wenn das irgendwann rauskommt, du saßt doch an der Stelle, warum hast du es nicht getan? Dann sagen wir, dass diese Menschen, obwohl sie vielleicht dann tatsächlich da sitzen und sagen, ich habe das nicht gewusst oder ich habe es nicht verstanden, weil ich mir der Implikation nicht bewusst war, deswegen habe ich mich zurückgehalten. Da bestrafen wir diese liberalen Bürger nämlich doppelt, weil sie das Gefühl haben, sie hätten sich jetzt falsch verhalten. Und ich nehme gerne gleich noch eine Frage von der Kollegin. Ja, bitte. Gut, also das Wort ist ein fürchterlicher Druck, auch mal hinzugucken, ob Leute schlimme Sachen machen. Und wenn Leute schlimme Sachen machen, die an die Öffentlichkeit zu bringen. Ist das nicht ein toller Druck in der Gesellschaft, der uns voranbringt? Das Problem ist, ich glaube, unsere liberale Demokratie macht sehr wenig Dinge, die besonders schlimm sind, aber sehr viele Dinge, die sehr sensibel sind und die uns wirklich schaden können, auf wirtschaftlicher Ebene, das greift uns tatsächlich sehr stark an. Und ich rede weiter über den Staat. Wir sagen, der Staat ist demokratisch legitimiert an dieser Stelle und es liegt absolut im Interesse des Staates, A, die Freiheiten des Bürgers zu schützen und B, seinen nationalen Verpflichtungen nachzukommen. Und das macht er vor allen Dingen, indem er das Label des Landesverrats da draufsetzt, weil es nämlich Aufmerksamkeit erzeugt für die Bedeutung, was da genau passiert, weil es tatsächlich Leute abschreckt, weil sie das Gefühl haben, ich hintergehe meinen Nachbarn und weil es den Wert der nationalen Identität wieder in den Vordergrund hält. Und das ist sicherlich was, was in Zeiten der EU vielleicht mal unter den Tisch gekehrt wird, wo wir aber sagen, wenn die EU irgendwann mal vereinigt ist, dann wird es vielleicht ein europäisches Interesse geben. Das ist nichts, was sich verändert, sondern wir haben die Weltgemeinschaft. Und das hat Chrissy eben reingebracht. Dieses Weltinteresse ist sehr partikulär. Das kann keiner abschätzen, aber es wird mit Sicherheit egoistisch versuchen zu exploitieren, was man hier machen kann. Das heißt, die Daten landen immer beim Feind. Und jetzt haben wir diese Situation, die hier reingebracht wird. Wir sagen, wir geben der Bevölkerung die Möglichkeit abzuwägen. Da sagen wir, im Klartext heißt das, hier entscheidet der Einzelne. Der Einzelne entscheidet für alle und damit bewegt er sich raus aus der Demokratie an der Stelle, raus aus dem demokratischen Diskurs. Und er tut es mit einer Legitimation, die er nicht besitzt, weil er die Abwägung nicht treffen kann, weil er nicht alle Informationen hat, weil er nur der Spezialist für diese einzelne Situation ist. Und damit widersprechen wir fundamental den liberalen Werten einer Demokratie, wo der Staat die Aufgabe hat, die liberalen Werte aller Bürger zu schützen und nicht die des Einzelnen. Und wenn wir hier feststellen, dass der Einzelne mit seinen vermeintlichen liberalen Werten die liberalen Werte aller schadet, dann müssen wir hier uns entschieden gegen aussprechen, weil wir eben sagen, die Welt ist unübersichtlich und der Staat kann das besser beurteilen, er kann die Situation besser einschätzen. Deswegen sind wir heute stolz, uns dagegen auszusprechen, dass der Bürger diese Verantwortung auch zu dürfen bekommt.